jetzt, los! Nein. Jung, hey, red doch mal mit mir, was ist los? Nein! Du gehst ja gar nicht mehr vor die Tür. Landarzt Gary Pexida ist unterwegs zum kleinen Nils, der mit Eltern und Schwester vor 2 Monaten in den Ort gezogen ist. Der 7-Jährige wird von einem juckenden Ausschlag am Rücken geplagt, weigert sich aber, mit seiner Mutter zur Untersuchung in die Arztpraxis zu gehen. Da ist unser Patient. Ja, dem geht's halt nicht so gut. Der hat da diesen Ausschlag da an der Rückenseite und ich habe halt echt die Sorge, dass das Gürtelrose sein könnte. Ja. Hatte er denn mal Windpocken gehabt früher? Nein, eigentlich nicht. Ist mit der Gürtelrose unwahrscheinlich, weil das meistens eine Zweiterkrankung ist bei älteren und geschwächten Patienten. Wir gucken erst mal, wie das aussieht. Ne? Okay. So, junger Mann, darf ich mal deinen Rücken sehen, wenn da der Ausschlag ist? Ja. Drehst du dich mal rum. Hau ruck. So ist prima. Und jetzt einmal Rücken gucken. Oh ja, Mensch, das sieht aus wie eine nasse Sucht, bloß die Ursache wissen wir jetzt noch nicht. Das kann jetzt woher kommen? Das kann eine Allergie sein, das kann aber auch durch Stress bedingt sein. Es ist bekannt, dass eine ganze Reihe von Patienten mit einer Nesselsucht eine psychosomatische Ursache haben. Die Haut ist ein großes Organ, was den Körper schützt, ist aber auch ein Organ, was innere Zustände auf den Körper nach außen ausstrahlt. Ja, wir sind halt vor 8 Wochen auch hier hingezogen, von der Stadt hier aufs Land. Und, ja. Ja, er hat auch die Gummistiefel immer an und die will er gar nicht auch mehr im ausziehen. Bett? Ja, der zieht die gar nicht Mensch, mehr aus irgendwie. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gebe ihm eine Salbe gegen den Ausschlag, schreibe ihm dann gleich auf dem Rezept noch Tropfen auf, die den Juckreiz nehmen. Und zu dem anderen gebe ich Ihnen noch die Adresse einer guten Familienhelferin, die sich ganz bestimmt mit dem Problem von ihm beschäftigen kann und ihm weiterhelfen kann. Im Zusammenhang mit den Gummistiefeln, die der Patient anhatte und mit der Vorgeschichte, dass ausgerechnet in der neuen Wohnung er als einzigster Probleme hat, denke ich, dass in diesem Zusammenhang irgendwo die seelische Ursache liegt. 3 Tage später hat sich Nils Ausschlag dank der vom Landarzt verabreichten Salbe schon gebessert. Davon unabhängig hat seine Mutter aber einen Termin mit Familienhelferin Diana Richter vereinbart. Denn der kleine Gummistiefelträger will immer noch nicht das Haus verlassen. Fatal, da in 2 Wochen der Unterricht in seiner neuen Schule beginnt. Oh. Hallo, Janik. Okay. Wer war das? Das ist meine Tochter und der Freund Janik. Ach, von dem hatten Sie gesprochen. Okay. Sie sind umgezogen, hatte ich irgendwie mitbekommen. Genau, vor 8 Wochen sind wir von der Stadt aufs Land hier hingezogen. Ja. Und also eigentlich dachten wir, dass uns also was gut tut. Familie Neumann hatte mich angerufen. Ihr Sohn hat einen Ausschlag bekommen und der Arzt konnte nicht weiterhelfen. Er meinte, organisch wäre alles in Ordnung, keine Allergien oder sonstiges besteht. Und der Verdacht lag, dass ihn irgendetwas belastet. Und er läuft die ganze Zeit in Gummistiefeln? Ja, geht das macht er. Raus? Nein, überhaupt nicht gar mehr. Der mehr. Geht gar nicht vor die Tür. Der läuft halt nur hier so ein bisschen durch die Wohnung. Dann aber würde ich mir gerne mal, würde ich gerne Nils mal kennenlernen. Ja, dann hole ich ihn gerade mal. Sehr gerne. Nils, kommst du bitte mal? Dass Nils das Haus nicht verlassen wollte, kam ich im ersten Moment mit der Idee, dass es eine Trotzreaktion ist. Dass er einfach den Umzug nicht verkraftet hat, dass er vielleicht Freunde nicht verlassen wollte und dass er einfach seinem Alter entsprechend sich so mitteilen wollte. Hi, grüß dich, ich bin Diana. Hallo. Und du bist der Nils? Mhm. Hi. So, du hast Gummistiefel an. Ja, was hat es denn mit denen auf sich? Nichts. Nichts, okay. Und du bist die ganze Zeit immer nur hier drin? Magst gar nicht mehr rausgehen? Nein. Was magst du denn gerne machen? Was sind denn so deine Hobbys? Wasser. Wasser? Du magst gerne Wasser? Früher wäre gerne schwimmen gegangen. Ja. Okay. Aber zurzeit mag er das auch nicht. Ich weiß nicht, wir haben einen Pool halt da. Oh. Und okay. Vielleicht magst du mir den mal zeigen. Okay. Ja? Komm, wir gehen mal gucken. Dann hol deine Klamotten. Weil es der Wohnschrank, ne? Und dann gehen wir schon mal nach draußen und dann kommst du bitte dahin. Genau. Ja? Okay, bis dann. Gerne. Dann zeigen Sie mir mal den Pool. Es war am Anfang gar nicht leicht, mit Nils ins Gespräch zu kommen. Er war sehr in sich gekehrt, aber mit Hilfe der Mutter über Wasser in den Garten mit dem neuen Pool, den er noch gar nicht genutzt hatte, da ihn zu locken. Und
ja, einfach zu schauen, was die Ursache ist. Da kommt er ja schon. Hey. Hey, na, lauf doch weiter. Na, geht's, geh in den Pool. Wieso nicht? Klar, geh. Kannst du mich übertragen? Ich glaube, dafür bist du ein bisschen zu groß und schon zu alt, oder? Fürs Ach komm, Tragen. Das schaffen wir. Wir schicken mal die Mama rein, dass sie schon mal Handtücher holen kann für uns, okay? Okay, danke schön. Ja? Okay. Super, danke. Komm mit, komm. Warst du da überhaupt schon mal drin in dem Pool? Warst du noch nicht drin? Mit dem neuen Pool hatten die Eltern ihrem Sohn einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Umso irritierender ist es, dass der Junge ihn jetzt nicht nutzen mag. Diana Richter bemerkt Nils angstvollen Blick auf den Rasen und beschließt, ihm behutsam die ungewöhnliche Furcht vor dem Gras zu nehmen. Weißt du was, ich ziehe meine Schuhe aus und ich mache den ersten Schritt. Okay, dann siehst du, dass mit meinen Füßen nichts passiert. Und du lässt die Gummistiefel an, okay? Magst du bei mir an die Hand kommen? Schau, ich mache den ersten Schritt. Alles gut. Ja? Geht's? Komm, das schaffen wir. Ich gehe vor. Siehst du? Nix. Alles okay. Nur zögerlich traut sich der 7-Jährige vorwärts, den Boden immer argwöhnisch im Blick. Doch auch wenn diese ersten Schritte erfolgsversprechend sind, muss die Familienhelferin dringend herausfinden, wovor genau sich der Junge in Verbindung mit dem Gras so fürchtet. Denn selbst im Wasser trennt er sich nicht von seinen Schutzstiefeln. Mit den Gummistiefeln! Hey, und wie ist das Wasser? Gut. Ja? Ist schön? Ja. Aber warum hast du denn die Gummistiefel noch an? Will die nicht ausziehen. Willst du nicht ausziehen? Okay. Oh, das ist erfrischend, das Wasser. Mit in den Pool zu gehen, finde ich es gerade als Therapeut oder als Berater ganz wichtig, weil ich dann einfach schneller das Vertrauen zu dem Klienten, dem Kind bekommen kann. Beim Baden hat der 7-Jährige nach und nach zu reden begonnen. Nur wovor er sich im Grunde wirklich fürchtet, verrät der kleine Gummistiefelträger nach wie vor nicht. Darum baut Diana Richter mit Hilfe von Nils Mutter ein Spiel auf, das dem Jungen die möglichen Objekte seiner Angst vor Augen führen soll. Magst du mir helfen? Und zwar machen wir jetzt ganz viele kleine Schnipsel. Schau mal, du kriegst die eine Hälfte und machst einfach Schnipsel und verteilst die. Oh. So. Wenn die Mama jetzt ganz irritiert schaut, ich habe nämlich den Verdacht, der Nils hat Angst vor etwas. Okay. Und das steht in Verbindung mit den Gummistiefeln. Wovor hast du Angst? Komm mal zu mir an den Anfang. Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn du möchtest, nehme ich dich an die Hand, so wie wir eben über den Rasen gegangen sind. Mhm. Du hast deine Schutzgummistiefel an und ich bin barfuß. Mhm. Wir machen das zusammen. Und dann lass uns mal Schritt für Schritt da drüber gehen und erzähl mir doch mal, für was diese Schnipsel stehen. Vor was hast du Angst? Guck mal, bei mir tut das gar nichts. Und bei dir kommt es nicht dran durch die Gummistiefel. Guck, mein Fuß ist so groß, dass mir nichts passiert. Ich werde auch nicht gebissen oder es schlingelt sich nichts dran, es sticht mich nichts. Spinnen. Also das alles sind Spinnen. Ja. Okay, aber schau mal, die tun mir gar nichts. Aber warum Spinnen? Hat er jemals Angst vor Spinnen? Also Angst jetzt in dem Sinne nicht. Also schon ein bisschen Respekt vor den Krabbeltieren, ja. Aber Angst oh, so. Das hätte ich auch. Einfühlsam versucht die Familienhelferin herauszufinden, ob ein schlimmes Erlebnis die Spinnenangst bei dem 7-Jährigen ausgelöst hat. Doch der verneint. Bis Nils sein großes Geheimnis preisgibt, müssen seine Mutter und Diana Richter intensiv auf ihn eingehen. Janik hat mir das gesagt. Er hat gesagt, dass hier giftige Spinnen und große Spinnen, die mich beißen, hier draus liegen. Und ich soll von ihnen fernbleiben. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann legt er mir ins Bett ganz giftige und große Spinnen. Nils schockierte Mutter verlangt von dem Freund ihrer Tochter sofort eine Erklärung für sein Verhalten. Dem Realschüler war nicht klar, was er mit seiner Androhung bei dem jüngeren Bruder seiner Liebsten anrichtet. Kleinlaut beichtet der 16-jährige Yannick, wie er auf die verhängnisvolle Idee gekommen ist, solche Schauermärchen zu erzählen. Also vor 2 Wochen ungefähr hat Nils mich mal gefragt, ob ich nicht vielleicht ihm helfen könnte, weil in seinem Zimmer eine relativ große Spinne ist und er traut sich das nicht so richtig. Und dann habe ich das einfach ausgenutzt, weil ganz ehrlich, das nervt ein bisschen, wenn er immer ins Zimmer kommt, weil wir wollen auch unsere Ruhe haben. Und
Ja, aber warum nervt das? Ist er einfach reingeplatzt oder hat er nicht geklopft? Oder? Nein, er klopft nicht, er kommt einfach rein und das nervt mich. Und ganz ehrlich, da habe ich nicht nachgedacht. Die Angst vor den Spinnen hat ihm Jannik ins Ohr gesetzt, ohne zu wissen, dass er so verheerende Folgen davon trägt. Nils, tut mir leid, dass ich das mit den Spinnen ausgenutzt habe. Kannst mir verzeihen, ich helfe dir auch, die Angst zu verlieren. Okay. Das ist eine gute Idee. Dann brauche ich ja die gar nicht mehr. Nee, die brauchst du nicht mehr. Upsa. So schnell geht's natürlich nicht. Ich finde es super, dass du das gesagt hast, dass du dich entschuldigt hast und dass du das auch annimmst, weil es ist, war nicht böse gemeint. In dieser ersten Liebe wusste er sich wahrscheinlich nur nicht anders zu helfen. Vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass du das nächste Mal klopfst, wenn was ist, okay? Und abwartest, dass man dich hereinbittet. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, aber das wird natürlich nur ermöglicht, wenn die Familien auch so kooperativ sind und jeder darauf bedacht ist, zu helfen. Und das hat die Familie hier wunderbar gemacht. Jannik hat Wort gehalten und Nils zusammen mit dessen Schwester gezeigt, dass die Spinnen in Haus und Garten der neuen ländlichen Umgebung ungefährlich sind. Der 7-Jährige mag die Achtbeiner zwar immer noch nicht, trägt Gummistiefel jetzt aber nur noch bei Regen. Sein Ausschlag ist vollständig abgeheilt und in der neuen Schule hat er viele Freunde gefunden.